Tannenbaum, o Tannenbaum, religiös sensibel bist du kaum. Kommst deutsch daher mit grünem Kleid, das explodiert in Woker-Zeit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, verb dich aus dem Kita-Raum. Ja, meine lieben Freunde, ihr habt richtig gehört, im Sinne der Religionsfreiheit streicht eine Hamburger Kita den Weihnachtsbaum. Er soll und darf nicht mehr aufgestellt werden. Braunverschwurbelte Nazi-Querdenker schwurbeln ja oft daher, dass aufgrund des kulturellen und demografischen Wandels, der in Deutschland seit 2015 besonders intensiv stattfindet, auch immer weiter deutsche Traditionen und Bräuche, auch gerade im öffentlichen Raum, um dieser neu gewonnenen Diversität Sorge zu tragen, ausradiert werden sollen. Unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch. Und ich sage euch eins, ich freue mich drauf. Man muss an dieser Stelle natürlich klar betonen, dass dies eine Verschwörungstheorie ist, aber Geschichten wie die von heute wecken manchmal den ein oder anderen Zweifel in dem ein oder anderen Menschen, der sich gedacht hat, dass Weihnachten immer ein deutsches Fest bleiben wird, wo man sich abseits irgendeiner politischen Philosophie einig darüber ist, dass dazu auch der passende Baum gehört. Eine kleine Auswahl der Schlagzeilen zu diesem Vorfall lässt uns schon vermuten, wie die mediale Welt dieses Thema für uns einordnet. Weil die Kita hat nichts falsch gemacht, das war alles richtig und wichtig. So lesen wir bei Focus: Kita verzichtet auf Weihnachtsbaum, jetzt macht die AfD irgendetwas. Hamburger Kita verbietet Weihnachtsbaum und zeigt Spender an? Hamburg, Kita verzichtet auf Weihnachtsbaum, Polizeieinsatz nach Hass. Kita Mobi, man spürt Ohnmacht und irgendwie auch Angst. Hamburg, Streit um Weihnachtsbaum in Kita zeigt religiöses Unwissen. Und dann noch, schämen Sie sich nicht, Söder schießt fälschlicherweise gegen Kita. Ihr merkt also, der Grundtenor ist, es hagelt irgendwelchen unberechtigten Hass. Herr Söder sagt irgendetwas fälschlicherweise und die AfD schaltet sich ein. Das hat definitiv auch sehr viel mit Hass zu tun. Und dann wird da irgendein Spender angezeigt. Schauen wir uns doch einfach mal von vorne an, worum es geht. Zum Beispiel hier bei Tier Online. Kita verzichtet auf Weihnachtsbaum, Polizeieinsatz nach Hass! Nach Hass! Okay. Schauen wir mal, wie viel von diesem sogenannten Hass übrig bleibt und was dieser Polizeieinsatz hier zu bedeuten hat. Weil das klingt für mich jetzt so, als wären irgendwelche marodierenden christlichen Extremisten mit Fackeln und Mistgabeln Richtung Kita marschiert und die Polizei musste das auflösen. Nein, so war es nun auch nicht. Wir lesen. Ungemütliche Weihnachtszeit für eine Kita in Hamburg-Lockstedt. Ein Brief an die Eltern löst Hass und Hetze in den sozialen Medien aus. Der Vorstand reagiert, auch die Polizei muss anrücken. Ja, da haben wir wieder das Bild im Kopf von den Mistgabeln, von den konservativen Christen und so. Die Kita Mobi im Hamburger Stadtteil Lockstedt sieht sich seit Dienstag einer Hasswelle im Internet ausgesetzt. Ich weiß nicht, ob man bei T-Online vielleicht irgendwie die Kaffeekasse direkt ausgezahlt bekommt, wenn man derjenige ist, der das Wort Hass am meisten in einem Artikel verpacken konnte. Vielleicht kann man bei denen da auch ein privates Candlelight-Dinner mit Lars Wienand höchstpersönlich gewinnen. Ich liebe den, also der ist mein Traummann. Das fällt auf, meine lieben Freunde. Der Tenor ist klar. Wir sind die Guten, wir sind die Liebe. Leute, die es kritisieren, wenn Weihnachtsbaum nicht mehr aufgestellt werden darf, sind der Hass. Der Grund. Zunächst hatte das Hamburger Abendblatt gemeldet, dass die Kindertagesstätte in diesem Jahr aus religiösen Gründen auf den Weihnachtsbaum im Dezember verzichten würde. Auch Tier Online hatte daraufhin über die Wut einiger Eltern berichtet, die in dem Vorgang, Zitat, den Zeitgeist der Cancel Culture zu erkennen glaubten. Ich verstehe auch nicht so wirklich, was das mit Cancel Culture zu tun haben soll. Da kommt eine Kita auf dich als Elternteil zu und sagt dir, ey, du Allmann-Kartoffel, ich muss dir leider mitteilen, dass ein zentrales Symbol, ein zentraler Brauch eurer christlich-abendländischen Kultur, der Weihnachtsbaum, der zu einem der wichtigsten Feste eurer Religion immer wieder überall aufgestellt wird, leider nicht zu unserem Verständnis von Religionsfreiheit passt. Von daher weg damit. Das ist auf jeden Fall keine Cancel Culture. Im Hamburger Abendblatt bekommen wir Auszüge aus dem Elternbrief präsentiert. Die Leitung begründet ihre Entscheidung mit den Worten: Es sollen jedoch keine christlichen Feste gefeiert werden. Das ist doch schon mal schön in einem christlich geprägten Land.
Die Leitung der Kindertagesstätte begründet die Entscheidung im Sinne der Religionsfreiheit. Wir haben uns im Team dagegen entschieden, da wir kein Kind und seinen Glauben ausschließen wollen, heißt es, deshalb werde in diesem Jahr die Dekoration rund um die Feiertage angepasst. Inwiefern wird denn jemand ausgeschlossen dadurch, dass ein Weihnachtsbaum in einer Kita steht? Fängt dann, wenn man nicht dem christlichen Glauben und der christlichen Tradition verpflichtet ist, die Haut an zu brennen? Erblindet man schlagartig? Fängt man an, rückwärts auf allen Vieren die Treppe hinunterzulaufen? Oder ist das einfach nur ein Symbol für eine christlich-abendländische Tradition, was man, so wie andere christliche Werte, Stück für Stück weiter ausradieren möchte? Und das alles unter dem Vorwand der Diversität? Das hat uns schon umgehauen, sagt eine Familie, die anonym bleiben möchte. Insgesamt schwanke die Stimmung in der Elternschaft zwischen Aufregung und Empörung. Tja, die Eltern wollen anonym bleiben, beziehungsweise diese Familie. Man fragt sich an dieser Stelle, warum? Haben die vielleicht wirklich Angst vor Hass? Haben die wirklich Angst, dass vielleicht die Antifa bei denen vor der Tür steht, weil sie so aggressiv gegen die Weltoffenheit einstehen? Weiter unten kommt die Kita dann damit, dass mehrere Kitas desselben Trägers Tannenbäume aufstellen würden, manche aber eben nicht, und sie würden Eltern immer gern in diese schöne Zeit und Tradition einbeziehen. Auch in diesem Jahr haben Eltern der Lockstädter Kita beim Schmücken der Bäume unterstützt, sagt eine Sprecherin des Trägers. Eine Einbindung, die offenbar manchen Eltern in Lockstädt nicht ausreicht. Die Entscheidung, in diesem Jahr keinen Baum aufzustellen, wurde uns ja einfach mitgeteilt, sagt ein Vater. Unter dem Artikel dann eine hinzugefügte Fußnote. Wir haben den Namen der betroffenen Lockstädter Kita inzwischen freiwillig aus der Berichterstattung entfernt, da die Einrichtung laut anwaltlichen Schreiben nun massiv bedroht werde und es deshalb zu einer Gefährdung von Kindern und Mitarbeitern komme. Eine Abendblattanfrage bei der Hamburger Polizei hat am Freitagnachmittag ergeben, dass der Behörde in dieser Angelegenheit bislang aber nur ein Vorfall bekannt ist. Und zu dem kommen wir gleich noch, keine Sorge, Freunde. Die Kita ist da offensichtlich ein Hardliner. Da kommt ein anwaltliches Schreiben zu dem Hamburger Abendblatt, dass die den Namen entfernen sollen. Die haben mit dem Anwalt gedroht. Wenn man namentlich für seine Entscheidungen erwähnt wird, findet natürlich die Toleranz je ein Ende. Weil mit seinem Namen möchte man dafür dann nicht stehen. Am Donnerstag erklärte dann die Stiftung Finkenau, zu der die Kita Mobi gehört, auf ihrer Website: Wir sind zutiefst erschüttert darüber, dass unsere Kita und wir als Träger seither mit massiven rassistischen Drohungen, persönlichen Beleidigungen, Anschuldigungen und Erpressungsversuchen konfrontiert sind. Alles klar, Tier Online? Akkurate Zitate bitte hier einfügen? Nein, tun sie natürlich nicht. Auch in dem offiziellen Statement auf der Website der Kita finden wir kein direktes Zitat. Worum es also genau geht, werden wir nie erfahren. Es bleibt also nur eins, das klassische linke BS-Bingo, die klassischen Phrasen, die gedroschen werden. Zugleich sprach der Vorstand der Stiftung von der Kita von einer vielleicht unglücklichen Formulierung zur kultursensiblen Haltung der Kita. Darum geht es nicht. Es geht nicht um die unglückliche Formulierung zur kultursensiblen Haltung der Kita, liebe Kita. Es geht um eure kultursensible Haltung, von der die Leute langsam die Nase voll haben. Weil kultursensible Haltung heißt, die christlichen Kinder sollen zurückstecken. Wir stellen keinen Weihnachtsbaum mehr auf, weil das Kinder anderer Religionen, weiß ich nicht, verstören könnte, verunsichern könnte, ausgrenzen würde. Inwiefern ein Baum das tut, andere Frage. Und das alles, während man gleichzeitig, ich hab's euch vorhin schon gezeigt, selbst sagt, dass die Leitung begründet, es sollen jedoch keine christlichen Feste gefeiert werden. Nochmal zum Mitschreiben. Ein Baum aufzustellen, grenzt Kinder anderer Religionen aus, aber keine christlichen Feste feiern zu wollen innerhalb der Kita, grenzt keine Kinder aus. Markus Söder, der harte Hund von der CSU, postet dazu: Das ist absurd. Haben wir denn keine anderen Probleme? Zu Weihnachten gehört ein Weihnachtsbaum. Und dazu verlinkt er einen Artikel von Focus Online zu dieser Causa. Und darunter lese ich einen sehr verdächtigen Community-Fact-Check, der folgendes titelt: Es handelt sich um Falschnachrichten, die Focus hier verbreitet. Der Vorstand der Kita hat die Behauptung bereits eindrücklich dementiert. Die Elternvertreter sind angesichts der veröffentlichten Fake News entrüstet. Siehe Kita-Website. Okay, es sind einfach Falschnachrichten. Das stimmt alles gar nicht und deswegen kann man nichts Direktes zitieren, was dies belegt. Sie schreiben also in ihrem Statement, die aktuellen Presseberichte, die unterstellen, die Kita Mobi würde christliche Traditionen abschaffen, sind falsch. Sie sind falsch.
Sie begründen dieses falsch damit, dass es in anderen Einrichtungen, ja zum Beispiel Dekorationen wie Tannenzweige, Kugeln und Lichterketten gäbe. Das seien einige Beispiele dafür, wie unsere Einrichtungen die schöne Vorweihnachtszeit für die Kinder erlebbar machen. Sag mal, geht's noch? Es geht um euch! Ihr teilt in eurem Elternbrief mit, dass ihr den Baum nicht mehr aufstellen wollt, weil ihr damit andere Kinder, so sagt ihr, sonst ausgrenzen würdet. Es spielt keine Rolle, was andere Kitas machen, ihr macht es nicht und natürlich schafft ihr damit eine christliche Tradition ab, Stück für Stück. Wie kann man behaupten, diese Behauptungen wären falsch, wenn die Leitung selbst ihre Entscheidung mit den Worten begründet, es sollen keine christlichen Feste gefeiert werden? Was für ein kaputter Faktencheck ist das denn? So, und ich würde sagen, wir kommen zum Grande Finale. Ihr erinnert euch doch noch, sie heulen hier darüber rum, über massive rassistische Drohungen, persönliche Beleidigungen, Anschuldigungen und Erpressungsversuche. Aber bei der Hamburger Polizei ist bislang nur ein Fall bekannt. Man müsste ja eigentlich annehmen, alles davon sei justiziabel, aber es ist nur ein Vorfall bekannt. Es geht hier um den von T-Online in der Überschrift herausgestellten Polizeieinsatz nach Hass! Nach Hass! Und diesen Hass schauen wir uns jetzt an. Kita zeigt Weihnachtsbaumspender an! Als die Kleinsten Donnerstagmorgen in die Kita Mobi im Hamburger Stadtteil Lockstedt gebracht wurden, stand plötzlich ein Weihnachtsbaum im Garten. Daneben zahlreiche Geschenke, dabei hatte die Kita-Leitung genau darauf verzichten wollen, im Sinne der Religionsfreiheit. In der Nacht zu Donnerstag hatte der Pflanzenshop-Besitzer Florian Schöder ein Zeichen gegen den Weihnachtsbaumwahnsinn gesetzt. Er hat heimlich eine Tanne inklusive festlichen Schmuck und Nikolausgeschenken vor den Eingang der Kita aufgestellt. Er erklärt, wir finden, dass alle Kinder das Recht auf einen Weihnachtsbaum haben. Ein Weihnachtsbaum steht in unseren Augen für Wärme und Gemeinschaft während der besinnlichen Zeit. Das kam bei der Kita-Leitung aber alles gar nicht gut an. Die entfernte den Baum, stellte Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch und ließ laut Polizeisprecherin die Geschenke zur Prüfung der Eigentumsverhältnisse sicherstellen. Sowie auch den Baum. Das müsst ihr euch mal vorstellen, meine lieben Freunde. Die Kita-Leitung verabscheut die christliche und weihnachtliche Tradition, einen Weihnachtsbaum aufzustellen, so sehr, dass selbst wenn jemand netterweise mit Geschenken versehen einen Baum vor der Kita aufstellt, dieser Mann eine Strafanzeige bekommt. Aber nein, keiner möchte hier christliche Traditionen abschaffen. Da stellt ein Vater einen Baum vor die Kita und wird dafür angezeigt. Das beste Deutschland, was es jemals gegeben hat. Und das reicht dann für die Menschen hinter T-Online, diesen Vorgang als einen Polizeieinsatz nach Hass in der Überschrift herauszustellen. Wollt ihr mich eigentlich nach Strich und Faden T-Online? Der Weihnachtsbaumspender musste dann den Weihnachtsbaum selbst bei der Polizei wieder abholen. Er selbst kommt dort angefahren mit einem Bulli von pflanzmich.de. Ich würde euch auf jeden Fall ans Herz legen für diese schöne Aktion von ihm. Kauft eure Pflanzen und Bäume bei pflanzmich.de. Kein Sponsoring, keine Sorge, Freunde. Er kam sogar selbst in einem Weihnachtsbaumkostüm angefahren. Das Geschenk für die Kinder der Kita Mobi wird jetzt ein anderes Zuhause finden. Tja, das war dann mal heute eine etwas andere Weihnachtsgeschichte. Wir fassen also zusammen, keiner möchte irgendwelche christlichen Traditionen abschaffen, um kultursensibel zu sein. Es sollen einfach nur keine Feste mehr, die weihnachtlich und christlich sind, in der Kita gefeiert werden. Ein Mann wird angezeigt, weil er einen Baum mit Geschenken vor der Kita aufstellt. Und wir alle bemerken, dass Stück für Stück immer wieder ein kleiner Teil unserer Identität verboten wird, abgeschafft wird, verdrängt wird. In diesem Sinne, schmückt euren Baum, solange ihr noch könnt, meine lieben Freunde. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, so tut dies mit einem Abo. Nehmt gerne eine Kanalmitgliedschaft an. Folgt mir bei Telegram. Links sind in der Beschreibung. In diesem Sinne, ein bisschen Weihnachtsbaum schadet nie. Meiner wird größer als je zuvor. Und ich hoffe, das klingt nicht falsch. Und PC! Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, du kannst den Kids nichts lehren. Sie brauchen die Diversity, dazu gehört das
das Deutsche nie. O Tannenbaum, o Tannenbaum, verb ich aus dem Kita-Raum. O Tannenbaum, o Tannenbaum, jetzt kommt so ein Typ und stellt dich auf. Die Polizei kommt angetanzt und hat den Baum im Knast verschanzt. O Tannenbaum, o Tannenbaum, verb aus dem Kita-Raum.